Okay, 1, 2, 3, das würde gehen. Dann hauen wir uns hier mal weiter. Da fehlt wahrscheinlich wieder die Decke, na klar. Das liegt einfach daran, also dass das hier so lange dauert, liegt einfach daran, dass ich mega schlampig gearbeitet habe unten. Und wenn man mega schlampig arbeitet, macht man das meistens, um Zeit zu sparen, um niemandem auf den Sack zu gehen mit seinen komischen Verrenkungen, die man hier macht die ganze Zeit. Leute, die sich mit einem Draw-Mod auskennen, werden wahrscheinlich schon wissen, was ich vorhabe. Glaube ich. Ich bin mir nicht mal so sicher diesmal, ehrlich gesagt. So. So. Okay. Und das geht dann hier entlang, hier entlang. Und eine unbekannte Weile lang hier. Ah, nee, nicht unbekannt. Das geht genau bis hier. So. Ich sage, das ist ein bisschen unspannend gerade, aber das System wird uns später so viel Zeit sparen einfach. Wir werden, ich habe auch schon, ich habe einen Kommentar gelesen, ehrlich gesagt, ich habe einen Kommentar gelesen, der meinte, ja, Mensch, und mit diesen ganzen Mods und so, die ganze Automatisierung, das finde ich mega scheiße und da ist ja nichts mehr zu tun und bla bla bla. Aber ganz ehrlich, wenn das Let's Play irgendwann, ne, da man ja immer mehr Rohstoffe kriegt und so weiter, wenn das Let's Play irgendwann zu 50, mindestens 50% aus Kisten sortieren besteht, dann macht es auch selber... Es macht irgendwann einfach keinen Spaß mehr. Ich habe, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich persönlich habe nicht wirklich viel Spaß daran, immer Items in Kisten zu sortieren. Dauernd alle Kisten abzulaufen und da immer hinterher zu sortieren. Deswegen bin ich relativ happy, dass wir hier... Happy? Dass wir hier momentan relativ früh eigentlich damit anfangen, das Ganze so ein bisschen anders zu machen. So, ne, also das erste Mal... wir machen es ja das erste Mal so, dass wir dann wirklich ein komplettes System erstellen, das uns die Sachen einsortiert und das System müssen wir erstmal bauen. Das ist jetzt nicht irgendwie so vorgefertigt mit der Mod, dass es irgendwie sofort da ist, sondern wie man sieht, wir machen es ja trotzdem Gedanken. Ne, wir machen es ja trotzdem irgendwie so... Warte mal, ich mach mal wieder Folgendes, ich mach wieder den Cobblestone... Achso, falsch. So ein Cobblestone. Nice. So, also wir machen das System natürlich so, dass wir uns trotzdem unsere Gedanken... Huch, unsere Gedanken dazu machen. Das ist jetzt nicht einfach nur so schwupps und schon da. So, hier lasse ich das der Einfachheit halber so. Oh weia. Na, da drück uns mal die Daumen, Freund. Huch, das ist nicht so gut. Drück uns mal die Daumen, dass es so wird, wie ich mir das vorstelle. Wenn es nicht so wird, dann habe ich das gerade alles umsonst gemacht. Aber es müsste eigentlich funktionieren. So, und der kommt hier hin. Jetzt brauchen wir nur unverschämt viel Holz. Wir werden gleich unverschämt viel Holz brauchen. Gut, das hätten wir schon mal. Oh Gott, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Okay, Freunde, ich... Und das Ganze müssen wir noch unter Putz legen, so ein bisschen, ne? Das ist, dass das nicht alles so... So, das sieht eigentlich ganz gut aus. Außer, dass wir im Hintergrund natürlich die Erde haben. Das muss natürlich noch weg. Da muss... Wieso ist denn hier kein Cobblestone? Kein Dingens? Stimmt, ja. Ich wollte das ja auch damit... Oh, da werden wir davon auch noch ein bisschen was brauchen. Aber wir haben Soapstone, haben wir ja genug, Gott sei Dank. Da will ich jetzt wirklich nicht mehr runterfallen. Das ist gerade ungesund. Machen wir mal spaßeshalber da dran. So. Wie gesagt, auf der Rückseite wird man die Rohre nicht mehr sehen. Die sind nur für die Vorderseite. So, und wie man sieht, wenn man das so macht, dann hat man die auch von da, von der Seite zugebaut. Wir werden da natürlich noch welche brauchen, das ist klar. Da oben wahrscheinlich auch, oder da oben machen wir einfach dicht. Ich weiß noch nicht genau. Auf jeden Fall, da wird es ein bisschen was zu tun geben. Und hier wandern dann die Items immer runter. Wenn was wandert, dann wandert es hier runter. Dann sehen wir das immer auf jeder Etage. Ich glaube, das ist eigentlich ganz cool. Ist ein schönes Feature, wenn auch ein bisschen... ein bisschen umständlich einzubauen. Hier müssten wir theoretisch auch noch alles mit Carpenter-Blocks machen. 34 haben wir noch, weißt du, wenn wir schon mal dabei sind. So, ey, es regnet. Warte mal, ich probiere mal ganz was aus. Testweise. Habe hier so eine Playlist für Regentage. Weiß nicht genau, ob die ankommt und ob die gut ist. So. Irgendwie sehen die beiden Dinger anders aus, aber die sind gleich. Okay.
Jetzt weiß ich, warum ich das Rohr ein nach hinten versetzt habe. Wird mir gerade schmerzlich bewusst. Da hat sich man glaubt es gar nicht, Vergangenheitsrohr hat sich was dabei gedacht. Damit habe ich nicht gerechnet. Das hat mich auf dem kalten Fuß erwischt. So, was ist hiermit? Achso, die Ecke bleibt so, ne, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Das sieht so gut. Sie sehen so gut aus, Frau Röhrig. Das müsste hier dann alles Stein sein. Die Stairs bräuchte ich dann auch. 5 Stück habe ich davon nur. Das ist nicht so viel. So. Nee. Doof. Genau zu wenig. Das Rohr muss ich leider doch einen nach hinten setzen. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Doof. Das hätte mich auch gewundert, wenn einfach alles komplett problemlos geklappt hätte. Hier lasse ich nochmal offen, weil ich das Rohr einen nach hinten versetzen muss. Aber ansonsten können wir ja schon mal ein bisschen einsopen hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Und Problem ist, hier kann ich dann auch keine Fackel mehr über den Eingang machen. Und da muss ich dann auch noch großartig. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Aber gut, wir haben uns ja entschieden für den geilen Look. Fackel kann ich übrigens auch in die andere Seite machen. Ich denke, das ist okay. Fackel. Also wenn ich die einfach dann hier dran mache. Wupp. Boah. Der rödelt hier schon wieder so, ne? Ich weiß nicht. Liegt das an den vielen... Ich glaube, das liegt an den vielen... an den vielen Karten des Blocks, kann das sein? Ah ne, das lag an der Fackel. Stimmt ja, wenn man die in der Hand hält. Ja, 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 Entschuldigung. So, ich werde mich irgendwann dran gewöhnen. Wird es jetzt Tag oder Nacht? Das sieht beides gleich aus, ich habe keine Ahnung. So, Stone, auch noch 10 Eisen. So, die 10 Eisen gleich mal stacken. Lass mal stacken, Alter. Lass mal stacken. Ach du Scheiße. Ist mir egal, ich mach das gerade mit der Schaufel. Oh, war ja. Ja, es war eine großartige Aktion. Es war gut gedacht, aber leider gut gedacht und falsch gemacht. Passiert. Shit happens. Nicht drüber aufregen. So, und hier mache ich jetzt schon mal zu mit einem normalen Steinchen. Sehr dunkel hier gerade alles noch, ne? Das gefällt mir selber noch nicht so. Da müssen wir mal gucken. So, Rohr. Uele Rohr. Da, auf C2. So, das ging relativ zügig. Das haben wir ganz gut hingekriegt. Hier oben, ich mach mal erstmal so mit diesen normalen, ne, mit den Blöcken. Hier mach ich erstmal dicht. Ich weiß, das sind die falschen Blöcke. Hier kommen später auch noch die anderen hin. Was wir hier machen, weiß ich noch gar nicht. Das ist momentan so Open Air. Vielleicht eine Glaswand oder sowas fällt. Müssen wir mal schauen. Und hier drüben... So. Ich denke, das ist ganz normal, wenn wir hier einfach alles mit Soapstone zumachen. Zack. Das dürfte dann relativ normal sein. Und jetzt können wir hier auch mal eben schnell die Karten das Block noch machen. Wie habe ich denn die Ecken gemacht? Einfach normal, ne? So. Hä? Wie habe ich denn das gemacht? Ist mir gerade ein Rätsel. Wie habe ich denn das gemacht? Ich habe gar keine Ahnung. Bin ich gerade doof? Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Guck mal, hier geht ein halber nur hin.
Das heißt, ich müsste es theoretisch... So, aber auch wenn ich dann hier... Also das kriege ich noch... Aber wie habe ich dann hier... Wie habe ich das dann denn dicht gemacht? Das ist mir gerade ein absolutes Rätsel, wie der Vergangenheitsgrund das hier. Ja, ich meine, so geht's auch. Das sieht jetzt auch nicht schlecht aus, aber. Oh. Hat sogar was, ehrlich gesagt. Hat viel Schönes. So, das gehört sich natürlich auch noch so. Ehrlich gesagt, ich will jetzt hier nicht alles verschönern. Ich würde lieber gerne gucken, dass wir das funktionell... Sieht eigentlich ganz gut aus mit den Ecken so. Das hat nochmal ein bisschen was Akzentiges, ne? Sollten wir eigentlich so lassen. Ah ja, wir haben ja keine Dingens mehr. Haben wir noch einen Carpenter-Leiter drin? Hier drin? Nee, ne? Nee, leider nicht. Okay. Gut. Ich weiß nicht genau, wie das hier vonstatten gegangen ist. Ich glaube, ich weiß, wie es vonstatten gegangen ist. Ich habe da hinten... Ja, hier sind ganz normale... Ja, ich bin so doof. Ich dachte, der tolle Vergangenheitsgrong hat ja auch schon Carpenter-Blöcke reingehauen. Das sind ja ganz normal, stinknormale Blöcke. Deswegen schließen, gehen die natürlich hier. Das sind einfach ganz Soaps und Cobblestone. Und hier steht Carpenter-Block. Ja, jetzt sehe ich es natürlich auch. Ja, jetzt weiß ich, wie Vergangenheitsgrong. Toll hast du das gemacht, Vergangenheitsgrong. Ich hoffe, du bist stolz auf dich, du Stümper. So. Hier müsste übrigens auch mal eine richtige Tür hin. Ne? Also hier ist eine Carpenter-Tür. Hier übrigens auch. Ich will hier überall Carpenter-Türen haben. Puh. Okay, folgendes. Das Ding haben wir, was wir jetzt brauchen. Wenn wir erstmal das Lagerhaus funktionell machen wollen, wir werden es gleich mal austesten. Ich hoffe, es geht. Ich hoffe und bete, dass alles geht. Wir haben noch Holz, haben wir noch Endmasse. Die Dinger brauchen wir erstmal nicht. Pass auf, ich mache mal ganz kurz Platz im Inventar, indem ich die Dinger und die Dinger wegballer. Marvel können wir auch, Soapstone Bricks, bla bla bla, Gravel, Fyrolit. Entschuldigung, das ist ein Insider. Soaps und Cobblestone, Salz brauchen wir auch nicht. Kartoffeln könnte ich mal wieder ein paar mampfen. Guck mal, draußen regnet es ja sowieso. Huch! Draußen regnet es sowieso. Wir müssen draußen noch eine Menge machen. Ich weiß. Wir müssen draußen noch eine Menge machen. Ich habe das noch nicht gemacht. Wir kommen noch dazu. Ich wollte jetzt Hamme. Hammer habe ich da schon mal. Achso, da habe ich den Carpenter-Hammer, brauche ich einen neuen. Ich wollte eben Draw. Und wir brauchen... Nee, nicht Oak Draw. Was ist das? Den Oak Trim. Den brauchen wir. So, wie viel haben wir? 7. Das ist nicht genug. Holz und Stickies brauchen wir. 28 haben wir dadurch. So. 64, ich habe keine Ahnung, ob das reicht. Machen wir nochmal ganz kurz der Oak Trim. Ja, ja. Ui, das ist vielleicht ein bisschen viel. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob das viel ist. So. Na, ach, 2 hätte ich. Entschuldigung, 2. So, hätte ich noch machen können. 64. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Ich will jetzt nicht zu viele machen. Wir werden sehen, wie weit wir kommen. Diese Oak Trims, ne? Die machen nichts weiter. Also da kann man nichts reintun. Das sind keine Draw. Also da... Das ist von der Draw-Mod, von der Mod hier. Aber das sind keine Schubladen. Da kann man also nichts reintun. Das sind nur Verbindungsblöcke. Es sind Verbindungsblöcke, mit denen man Regale verbinden kann. So, und jetzt ist natürlich die Frage, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Denn wenn wir hier das Sortiergerät haben... Das müsste ja theoretisch auch noch hier nach... Ja, hier nach oben müsste es auch noch gehen. Also da muss noch weg. So. So. Wir verbinden jetzt mal sämtliche Etagen. Das wird jetzt ein bisschen dauern natürlich. Weißt du was? Ich bin natürlich auch doof.
Wieso mache ich es denn eigentlich so umständlich, wenn ich es doch viel einfacher haben könnte? So. Wir verbinden jetzt mal bis nach oben. Über diese Verbindungsblöcke. Ich glaube, die werden wahrscheinlich so nicht reichen in der Form. Sind wir hier schon ganz oben? Nice. So. Und diese Verbindungsblöcke, die bringe ich jetzt hier so an, ne? Also quasi wie so eine... Man könnte sich das vorstellen wie so eine... Ja, wie so eine Leitung. Die dann hier dementsprechend bupp und bupp. Und schon haben wir diese beiden Regale angeschlossen. Das muss nur hier dran sein. Was wir aber noch brauchen auf jeder Etage... Das machen wir hinterher. Wir können die nicht einfach so anschließen. Sondern wir brauchen noch die Control, die Slaves, von denen ich erzählt habe. Ne? Wir brauchen noch die Slaves. Die würde ich gerne auf jeder Etage anbringen. Damit die nämlich wiederum jede Etage connecten. Ich weiß gerade nicht auswendig, wie weit diese Regale gehen tatsächlich. Oder wie weit der Umkreis von dem Master ist da unten, von diesem Verteiler-Master. Ich weiß das gerade nicht auswendig. Deswegen würde ich gerne auf jeder Etage nochmal so einen Slave anbringen. Einfach vorsichtshalber. Ich glaube, es ist nicht mal unbedingt nötig. Aber sicher ist sicher. Und den würde ich dann tatsächlich gerne... Ja, hier müsste ich den eigentlich dann anbringen. Ehrlich gesagt kann ich den auch hier anbringen. So, dann setze ich ihn einfach da rein. Toll. Hast du ganz toll gemacht. Dann sehen wir den halt auch noch später, wenn wir hier so ein bisschen rumlaufen. Und dann können wir hier easy going... Ich weiß gar nicht, hier unten haben wir, glaube ich, noch gar keine Regale. So, aber theoretisch würden wir dann die hier und da. Haben wir denn noch? Ist das jetzt der erste Stack, den wir verbrauchen, oder schon der zweite? Ah, ist der... Oh, ist der erste? Vielleicht reicht es ja sogar. So. Gut. Und das müssen wir jetzt auf jeder Etage machen, damit wir überall natürlich alle Regale anschließen. Dumm. Deswegen habe ich halt drüber nachgedacht, ob man nicht vielleicht irgendwie im Hintergrund schon eine Leiter macht, damit wir hier nicht immer so rumlaufen muss. So. Theoretisch kann ich auch von hier gehen. So. Zack. Der hier kommt dann weg. Da kommt dann der Slave hin. Ich glaube, das reicht. Ich glaube, das reicht locker mit denen, die wir gemacht haben. Ich wusste nicht genau, wie viel das werden hier letzten Endes. Aber das ist ja easy going. So. Und schon können wir auf jeder Etage Regale hinmachen. Jetzt müssen wir natürlich die Slaves noch machen, aber wir können jetzt theoretisch auf jeder Etage Regale hinmachen. Und die sind dann alle mit in diesem riesen Konstrukt von Lagerhaus, von automatisch sortierendem Lagerhaus. Ist eigentlich ein Dream. Ist eigentlich echt ein Dream. Das nimmt uns so viel Sortierarbeit weg. Also beim Vanilla Minecraft, da hat man schon die Probleme mit den Kisten sortieren, ne? Also da haben wir echt schon Probleme. Aber mit den ganzen Sachen, die hier dazugekommen sind, allein diese ganzen Gesteinsformen und tralala und dann natürlich noch von der Pharma-Mod und so, wir haben hier einfach so viele verschiedene Items, dass es einfach lebensnotwendig ist, fast schon diese Mod, also so ein Lagerhaus zu machen oder irgendwas zumindest, wo sortiert wird. Gibt da Leute, die bevorzugen dies, gibt Leute, die bevorzugen das. Ich möchte, ehrlich gesagt, dieses ME und sowas, möchte ich ehrlich gesagt noch gar nicht drin haben unbedingt. Vielleicht später mal irgendwann, aber momentan sehe ich das eher noch so als, ja, weiß ich nicht. Habe ich noch so ein bisschen, ist ein bisschen übertrieben und ich möchte es nicht gleich so hochtechnisiert machen, sondern ich bin froh, ich bin natürlich auch froh, wenn man das erstmal so ein bisschen sehen kann hier alles. So, geht das eigentlich mit Glaspane? Nee, wir brauchen normales Glas, ne? Die Structure-Dinger. Und... Wo war ein Glas? Ach, haben wir auf Tasche, Junge. Haben wir auf Tasche. Gut. Wie war denn das? Fuck da, Junge. Facade Glass ist hier und dann... Was? Das ist doch nicht Glass. Das hier ist... Er zeigt das gleiche... zeigt das Falsche an. Ah, der zeigt dir alle an. Vielleicht geht's auch mit Glass Pane. Da müssen wir nicht so viel Glas verbrauchen. Ich glaube, wir werden nämlich noch eine kleine Glasknappheit erleben. Wir probieren es mal eben aus. So, Structure, du bist hier. Jo, das geht. Sehr gut. Ich mache mal 12. Ich weiß nicht genau, was wir brauchen werden. Sicher ist sicher. Und dann haben wir davon noch 11. Und Soaps und Cobblestone.
Habe ich zufällig gerade nicht auf Tasche, weil der alles natürlich im Rucksack ist. So, wo haben wir hier? Gravel will ich nicht. Ich nehme mal, hier sind Soapstone, Cobblestone. So. Structure. Soapstone. 24 dürften hoffentlich reichen. Weiß nicht genau, wie viel wir davon brauchen werden. So, dann kommt das erstmal wieder rein. So. Dann lass mal dicht machen. So, hier nochmal. Wir müssen natürlich auch, wir müssen da auch von hinten noch irgendwie was machen, weil da das nackte Rohr gerade rausguckt. Warte, das hört sich falsch an. Grübel. Und hier müssen wir nochmal gucken. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Auf der Seite, guck mal da. Wenn da nämlich das Rohr entlang geht. So. Das soll von außen ja nur auch normal aussehen, ne? Also hier kann ich schon mal einen drauf machen eigentlich. So. Und hier kommt das T-Stück, lalala, und da kann man auch gucken, wie das nach unten wandert. Ich denke, das ist okay. Oder vielleicht machen wir hier unten auch zu. Das sieht ein bisschen scheiße aus, wie es da so unten reingeht, ne? Dann mache ich vielleicht eher hier. Nein, das eine Facade-Ding ist weggeflogen. So. Wenn man hinten zubaut, sieht es nicht allzu scheiße aus. Dann haben wir hier das T-Stück. Ich denke, das ist okay. Und auch hier unten. Wir müssen auf der Rückseite nochmal gucken. Da müssen wir leider auch zubauen. Das haben wir festgestellt. Vielleicht kriegen wir hier auch das Facade-Stück. Nein. Hier müssen wir leider zubauen. So, hilft nichts. Jetzt hoffe ich nur, dass ich keine Scheiße gebaut habe mit den Rohren. Oh, ich hoffe, das funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, ich würde mich so abfacken einfach, weil wir hier gerade die ganze Zeit so am Rumdoktoren sind. So, da mache ich auch mal eins drauf, damit das, ne, damit das alles eben bleibt. So. Oh Gott, ich habe Angst. Ich habe Angst, ich habe Angst. Ich will das nicht in Betrieb nehmen. Ich will das nicht in Betrieb nehmen. Kann das jemand anders in Betrieb nehmen, bitte? So, da kommt auch so ein Fest... Ja, hier ist... Da müsste eigentlich auch eins, ne? Ja, großartig. Eigentlich auch cool so, aber geht natürlich nicht. Kann ich da überhaupt hin? Wie mache ich denn das jetzt? Okay, ich mache das so. So, zack. Dann haben wir nämlich da. Ich weiß nicht genau, wie ich das oben gemacht habe. Habe ich das jetzt so gemacht? Ich muss mal selber nochmal gucken. Scheiße. Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich es oben gemacht habe. Ja, hier haben wir alles mit den Carpenter-Blocks. Okay, später wird es gut aussehen. Nein, guck mal, da hinten ist ein Facade-Block. Wir haben ja später alles mit den Carpenter-Blocks, deswegen wird es später gut aussehen. Das will ich aber jetzt nicht sofort am Anschluss machen, ehrlich gesagt, weil ich bin froh, wenn ich hier ein bisschen durch bin gerade. Hier müsste ich eventuell nochmal den hier machen. So. Wupp. Und dann nochmal ein Holzklötzchen. Ganz kurz da. Und dann bastle ich das zu. Ich denke, das ist okay. Und dann unten auch nochmal dicht machen. Ich hoffe, die reichen. Ich hoffe, die Facade-Blocks reichen. Bin gerade nicht so sicher. So, dann hier nochmal. Und dann da nochmal. So. Hier, also hier reichen die schon mal, aber ich glaube, hintenrum... Hinten werden die nicht reichen. Okay, wir müssen also nochmal nach oben. Huch, hier fehlt ja alles. Warum? Ach so, habe ich hier vergessen. Habe ich schön nach oben gebaut, aber hier vergessen. Okay, großartig. Bub und Bub. Das ist schon mal dicht. Und dann mache ich nochmal ganz kurz, pass auf. Wenn wir schon mal dabei sind, dann einfach damit wir alles schon mal gemacht haben. Oak Draw, wo ist denn... Ach hier, Oak Trim. Okay, brauche ich gar nicht einen Rucksack. So. Das würde ich mich gern schon mal komplett gemacht haben. Dann müssen wir es später nicht machen. Hallo? So und so. Was uns natürlich noch fehlt, sind dann die ganzen Regale.
Die werden dann noch fehlen. Nein, genau einer fehlt. Ein einziger fehlt. Oh, das gibt's nicht. Schön. Okay. Das Rohr schließt ja hier quasi hier. Ne, man sieht es jetzt gar nicht mehr, wo das Rohr überhaupt lang geht. Das ist eigentlich ganz cool. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass es dann später zu mehr Fehlern führen könnte, eventuell. Aber lassen wir uns mal nicht verunsichern. Das wird schon alles funktionieren irgendwie. So, wo habe ich denn den? Der kommt nochmal hier hin. Achso, ich war natürlich schlau, weil die werden wir natürlich jetzt brauchen. Zwei Stück haben wir nur noch, das wird nicht reichen. So. Ach, Freunde, da machst du was mit hier. Da machst du was mit. Bups und bups. Das ist schon mal zu. Jetzt haben wir First Aid klar. Hä? First Aid Glass Pane. Ach so. Ach krass. Das sind auch nur unterschiedliche. Ui. Dann mach ich erstmal Glas. Dann mach ich Glass Pane. So. Also, wir haben es gleich geschafft, ne? Nicht die Flinte ins Korn werfen oder keine Ahnung, was man da so sagt. Wir haben es gleich geschafft. So. Und dann ist natürlich nur noch die Frage, wir brauchen dann noch die Slaves. Wobei, die brauchen wir momentan ja noch nicht. Doch, hier oben brauchen wir einen. Hier oben brauchen wir einen. Ich hoffe, die Rückseiten hat es überall gereicht, oder? Ich bin mir gar nicht so sicher gerade. Ich glaube, ja. Wir brauchen... Da hinten ist natürlich noch doof. Ich gehe mal eben schnell pennen. Ich glaube, es ist Nacht geworden gerade. Boah, Alter. Mein Gehirn käst gerade ein bisschen. Das mit der Treppe sieht echt viel besser aus, so. Und ich würde dann gerne auch mal die Kiste von den Bienen würde ich gerne mal anschließen, wenn wir das System fertig haben. Ich weiß, das dauert momentan leider ein bisschen länger. Ne? Das weiß ich ja selber. Aber ganz ehrlich, wenn wir das System fertig haben, können wir jede Kiste an das System anschließen. Und wenn wir diese Möglichkeit haben, dann wird das so viel einfacher werden. Dann können wir, und wir haben noch so viel zu tun vor allen Dingen. Wir haben noch so viel zu tun, so viel zum Basteln und so weiter. Wenn das Lagerhaus steht, das ist schon mal ein wichtiger Kernstück des Ganzen eigentlich. Ein bequemes Lagerhaus, das sich selbst zu verwalten, selbst sortiert, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Teil. Da werden wir, glaube ich, noch ein bisschen Spaß haben. Und der Rest kommt dann ja auch noch. Okay, ich mache jetzt mal direkt einen Slave to the Music. Ich muss mehrere machen, nicht nur einen. Dafür brauche ich Gold. Was brauche ich denn noch dafür? Slave to the Music. So, Slave. Hallo, schöner Slave. Oh Gott. Den brauchen wir dazu auch noch. Netherquarz und Redstone. Netherquarz und Redstone. So, Redstone Torches. So. Goldhammer. Habe ich einen 64er? Ah, nee, das war eine Kiste. So. Okay, nehmen wir erstmal... Nein, das war falsch. Nehmen wir erstmal ganz kurz den hier. Achso, Redstone Torches. Wir haben nochmal drei Stück, brauchen wir also insgesamt sechs. Sechs pro Stück. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie viel Slaves wir insgesamt brauchen. So, 15. Ich weiß leider nicht, wie viel wir insgesamt brauchen werden. Und es muss normaler Stone sein. Den haben wir aber gerade gemacht. Den haben wir... Geht eigentlich auch Limestone? Nee, ne? Ich glaube, es muss normaler Stone. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Warte. Da unten ist der Master. Also brauchen wir 1, 2, 3 bräuchten wir. 3 Slaves. Ich hoffe, das stimmt so. 3 Slaves. Pro Ding. Wir brauchen 6. Wir brauchen 18 von den Redstone Torches. 18 Stück. Na gut, dass wir den Block genommen haben. Guck mal, ein Redstone im Regal wäre doch viel einfacher. So. Die Dinger kann man später auch komprimieren, glaube ich, und so auseinandernehmen. Dafür gibt es auch tolle Sachen in der Mod. Das werde ich später mal hoffentlich irgendwann zeigen. Ich glaube schon. Ich glaube, das wird ganz gut funktionieren. Der Einfachheit halber würde ich sagen, weißt du was? Oder
1, 2, 3. So. Dann haben wir 18. Können wir das Redstone noch so behalten? Dann habe ich jetzt nicht wieder Overhead. Redstone Comparator. Zack. Das ist normaler Stein, das ist okay. 6 Stück haben wir jetzt. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Oak Draw. Kann ich die. Zieht er sich aus dem Rucksack? Nee, ne? Hatte ich ja nicht Oak Draw, diese Zweier-Dinger? Nein, nur 2x2. Okay, davon brauchen wir 3 Stück. Halt. Dravea. Hier, die Oak Draws. Davon brauchen wir. Das heißt, wir brauchen. Wir kriegen davon gleich 2 Stück. Also brauchen wir jeweils. Wir brauchen 4 Kisten. Haben wir noch Holz? Ja. Nein, da. So, 4 Kisten. Nee. 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 So, hätte ich auch einfacher machen können, aber egal. So, 4 Kisten haben wir jetzt. Und dann machen wir mal ganz kurz. Huch, dann machen wir ganz kurz den hier. So. 4 Kisten haben wir. Dann machen wir hier den Slave. Da ist er. Haben wir den jetzt? Wieso können wir nur 2 machen?